Hey und willkommen zu einem weiteren Textvideo. Wir schauen uns hier an, was der liebe Xur dabei hat, was in dem aktuellen Tweet drin stand, was es aktuell für Glanzstopp, also umsonst im Epperversum gibt und auch was Ada One für Shader dabei hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Zusammenfassung von der Woche vor dem Wochenreset gefällt. Und wir legen erstmal los mit dem aktuellen Tweet. Ja, dann fangen wir mal an mit dem aktuellen Tweet. Und nicht nur das, sondern auch mit den beiden Blogposts, aber da gehen wir nur ganz schnell drüber. Über die wichtigsten Sachen, weil das sind halt insgesamt 3 Artikel jetzt und das ist halt mega lang. Und noch vorher ein kleiner Reminder auf jeden Fall. Ich bin ja heute Abend live auf Twitch. Dort könnt ihr diese 2 Embleme gewinnen und noch die physische Collector's Edition von Beyond Light, die es ja nicht mehr zu kaufen gibt. Aber die kriege ich halt nochmal neu von Bungie. Und seid gerne auf jeden Fall dabei, um auch was zu gewinnen. Und wir laufen da auf jeden Fall alte Aktivitäten, wie zum Beispiel Kampagnen, die ihr vielleicht noch nicht habt oder solche Sachen. Und ja, ansonsten wird das auf jeden Fall ein ganz bequemer Stream, würde ich mal sagen. Fangen wir jetzt erstmal an. Und zwar nämlich die Entwicklung, Entwicklereinblick, ne, für die Vorschau von The Final Ship, und zwar für die Fähigkeiten. Und zwar im Groben und Ganzen geht es mit Stasis los. Und zwar gibt es nämlich jetzt eine neue Frostrüstung. Das ist ein Aspekt, wenn wir die jetzt dann sozusagen die Stasis-Bruchstücke dann einsammeln, bekommen wir eine Frostrüstung, die uns halt 4,5% Schadensreduktion gibt und wir können davon 5-mal das stapeln oder halt mit Whisper des Raureifs können wir das auf 8 Stapel und 13 Sekunden setzen und das wird jedes Mal refreshed, wenn wir ein neues Stasis-Bruchstück aufnehmen. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Also sozusagen das Überschild, was man bekommen hat mit diesem einen Aspekt, wird dann wegfallen und wir bekommen dadurch eine Frostrüstung. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Das ist so das Grundding, was hier geändert wurde. Dann zum Beispiel auch, dass wenn man in einer Granate ist, dann zum Beispiel mit dem Exo, was ja der Hunter hat, wo man weniger Schaden drin bekommen hat, das wird jetzt dann auch so geändert, dass wenn wir da drin stehen oder unsere Verbündete da drin stehen, dass wir alle 0,9 Sekunden einen neuen Stapel an Frostrüstung bekommen, was auch richtig geil ist. Und zum Beispiel auch Whisper der Kälte, Todesstöße mit einer Stasiswaffe haben jetzt halt die Chance, ein Stasisbruchstück zu erzeugen. Das ist halt auch richtig cool. Und zum Beispiel auch Whisper der Folter wurde auch geändert, dass man jetzt, wenn man Schaden bekommt, 7% erhöhte Regeneration hat und wenn man Frostrüstung hat sogar 12% und noch ganz viele andere Sachen, dann zum Beispiel auch beim Warlock wurden Sachen geändert, dann beim Jäger natürlich und beim Titan auch. Es gibt halt allgemein bei Stasis werden ganz viele Änderungen kommen, aber da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, wenn halt die neue Erweiterung da ist und wenn ich da auf jeden Fall auch ein Bild zu machen werde, da werde ich da dann auf jeden Fall nochmal genauer eingehen. Dann Brunnen des Glanzes und Schutz der Dämmerung, das wird jetzt auch nochmal geändert. Und zwar Brunnen des Glanzes haben wahrscheinlich viele schon mitbekommen. Im Groben und Ganzen wird es jetzt so sein, dass die Heilung, wenn man da drin ist, reduziert wird, um die Hälfte. Dann wird die Schadensreduktion auch reduziert, dass man da drin weniger Schaden bekommt. Aktuell war es ja so, dass man 40% weniger Schaden von normalen Gegnern und 40% verringerten Schaden von Bossen bekommen hat. Plus halt, dass man die ganze Zeit Lebenspunkte dazu bekommen hat. Man war ja unsterblich da drin. Das wird jetzt halt weggenommen. Nur noch 20% reduzierte Schaden gegen Nicht-Bosse und 10% gegen Bosse. Plus halt, dass die Lebensregeneration einfach auch um die Hälfte reduziert wurde. Und das nimmt halt alles so ein bisschen weg, würde ich sagen. Man hat ja größtenteils den Brunnen gespielt, nicht nur für einen Schadensbonus. Das war eher so eine Nebensache, sondern eher, dass man halt nicht stirbt. Dass man an einer Stelle stehen bleiben konnte und sich einfach nur auf Damage machen konzentrieren konnte. Und das ist halt dann, es fällt weg, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Und Schutz der Dämmerung, das ist ja die Bubble vom Titan. Panzerung des Lichts wurde entfernt und Schutz der Dämmerung, also die Bubble, wird jetzt sofort ein vollständiges leeres Schild aktivieren, wenn man sich da reinsetzt. Und Panzerung des Lichts gewährt jetzt eine Schadensresistenz von 30% gegen Spieler und 60% gegen feindliche Gegner. Das ist schon krass. Und vor allen Dingen, wenn sich Verbündete in der Nähe befinden von dieser Kuppel, wird mit der Zeit ein leeres Schild aufgebaut. Und das ist echt ziemlich interessant. Aber auch Waffen des Lichts wird komplett rausgenommen. Dafür bekommen wir aber Waffen des Lichts, wenn der Titan den Helm des 14. Heiligen trägt. Und das ist auch ganz cool auf jeden Fall. Ich finde, dann hat das Exo noch einen stärkeren Sinn. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man dann in Zukunft vielleicht eher auf den Bubble Titan geht für verringerten Schaden. Oder sogar auf den Titan, dass er das Schild zu hoch hält. Das gibt's ja auch. Ja, dann Arcus Fokusse, da wurde auch einiges verändert jetzt.
verschiedene Schadensanpassungen, AOE-Effekte wurden vergrößert, dann allgemein auch der Donnerknall, der Schaden davon gegen Gegner wurde auch um 33% erhöht. Zum Beispiel die Arcus-Granaten wurden auch vom Schaden her erhöht und auch Arcus Fragmente, wie zum Beispiel Funke des Nachlasses, wo man ja dann, solange man in Bewegung bleibt, eine erhöhte Regeneration hat. Und die Argus-Fragmente wurden auch ein bisschen bearbeitet, wie zum Beispiel Funke des Nachlasses, Leuchtfunke und Funke der Häufigkeit. Und das sind halt alles nur so, ich sag mal, das wird jetzt wirklich alles überflogen. Solar, auch viele Sachen geändert, beim Jäger zum Beispiel, Titan, Warlock sogar gar nicht. Da hat der Warlock irgendwie nicht so viel bekommen. Dafür hat er halt den Nerf von dem Brunnen bekommen. Ich glaube, das reicht. Und bei Leere wurde jetzt zum Beispiel beim Jäger was ganz Interessantes gemacht. Und zwar halt die Rauchbomben. Die wurden halt von der Länge her, wie lange sie sozusagen Schaden machen, ein bisschen erhöht. Bei der Fallbombe, bei der Trapperhöhle wurde die Wirkdauer auch nochmal erhöht. Und vor allen Dingen die stilvolle Ausführung wurde jetzt auch so geändert, dass wenn man eine Glaive hat, dass der Nahkampfangriff das halt auch irgendwie benutzen kann. Mal gucken, wie das funktioniert. Vielleicht kann man dann auf leere Glaive spielen? Weiß nicht. Mal gucken. Die Titanen haben auch noch einiges abbekommen. Warlocks bekommen hier auch noch einiges ab. Und dann auf jeden Fall Strang. Hahn der Abwehr hat hier einiges abbekommen. Und zwar, wenn man ja eine Sphäre der Macht aufnimmt, bekommt man ja eine geflochtene Panzerung. Und das wird jetzt so geändert, dass wenn man eine Sphäre der Macht aufnimmt, dass es nicht um 10 Sekunden verlängert wird, sondern um 5. Das ist schon ziemlich heftig, würde ich mal meinen. Dann hat der Jäger auch noch ein bisschen was abbekommen, aber das ist nicht allzu schlimm. Der Warlock, der wird jetzt dazu in der Lage sein, noch mehr Fädlinge zu erzeugen. Das wird interessant. Und die Hangelgranate. Da gibt es auch einiges an Nerf. Und zwar das Hagelgewirr. Die Dauer wird nicht mehr vollständig aufgefrischt, wenn sie genutzt wird. Und die Dauer erhöht sich um maximal 5 Sekunden pro Hangeln und reduziert sich auf maximal 1 Sekunde, nachdem das gleiche Hangelgewirr 5-mal hintereinander benutzt wurde. Okay. Also hier gibt es auf jeden Fall auch eine Reduzierung von dem Nutzen von dem Hangeln. Und dann der Titan. Hier ist es auf jeden Fall so, dass vor allen Dingen der Kriegsbanner halt der Timer reduziert wurde von 30 auf 24 Sekunden. Dann die Schadensbonus-Aktion von Nahkämpfen, Gleven und Supers nimmt jetzt mit Zyntus selbst wie folgt ab. Nahkampfboni werden von 1,4 mal auf 1,15 gesenkt, also runtergesetzt. Nahkampfboni von der Gleve wird auch von 1,25 auf 1,125 verringert, auch normal. Und die Superboni wurde auch von 1,4 auf 1,2 gesenkt. Nahkampf- und Gleven-Nahkampfschadensboni nehmen jetzt auch mit der Wurmgott-Berührung ab. Die Nahkampfboni war ja vorher 1,4, jetzt nur noch 1,1, basierend auf der Anzahl der Stapel. Und Nahkampfboni von Gleven 1,4 auf 1,05 verringert. Ja, und das ist so der grobe Überblick. Also das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass Stasis nochmal sozusagen ein bisschen überarbeitet wird. Brunnen wird geschwächt, so dass es sich nicht mehr so großartig lohnt, jetzt auch in Damage Rotations das zu spielen. Und vor allen Dingen, die Bubble hat auch so einen kleinen Buff bekommen. Also ich finde, die ist jetzt noch ein bisschen attraktiver zu spielen, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen Strang der Titan und das Hangeln, das ist halt auch jetzt auch ein bisschen genervt. Teilweise konnten die Bosse einfach wirklich solo easy gemacht werden mit One-to-Punch und ein Hangeln und dann ein Nahkampfangriff. Fertig. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz zu den Rüstungstunings. Und zwar geht es nämlich hier vor allen Dingen um die Exos. Und zwar einmal der Jäger. Hier ist es ja so, dass wir bei dem Exo Tritons Laster eine Explosion machen mit der Glaive, die dafür sorgt, dass die mit unserer Subclass sozusagen harmoniert. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass Gleven Projektil-Todesstöße mit diesem Exo eine Explosion mit der Gleve machen, also mit dem Schuss, der dem Schadenstyp der Gleve entspricht und nicht mehr unsere Super sozusagen, wenn diese Gleve selbst sich nicht mit dem aktuellen Fokus übereinstimmt sozusagen. Und der Umzingungseffekt von Tritons Laser, während wir eine Gleve führen, dauert ab sofort noch 5 Sekunden lange an, nachdem wir nicht mehr umzingelt sind, weil ich glaube, das ist aktuell total weg. Dann Schatten des Drachen,
Da wird jetzt einfach auch nur dafür gesorgt, dass wir mehr Kombinationsmöglichkeiten haben bezüglich Waffen und Buildcrafting, eher gesagt. Dann der sechste Coyote sowie die Heilrüstung für die Titan soll natürlich einen zusätzlichen Vorteil bieten. Und hier steht nämlich, dies haben wir so implementiert, dass die exotischen Rüstungen eine kostenlose Kopie der Effekte des Schnitterrüstungsmod gewähren. Okay, das ist halt Klauen der Ahamkara, sechste Coyote, Seelen des Coyoten Perk, also sechste Coyote hier, HD-Heilrüstung, dass man da so einen kleinen Bonus bekommt. Dann gibt es natürlich noch die Erneuerungsgriffe, das steht hier auch nochmal, wie ich vorhin gesagt hatte, wenn jetzt Gegner drin stehen, bekommen diese halt einen Stapel von der neuen Frostrüstung, was richtig cool ist. Dann die Sternverschlingerschuppen. Dann die Anzahl vom maximalen Vorteil der benötigten Sphären ist jetzt nicht mehr 4, sondern 6. Jetzt muss man 6 Sphären einnehmen, um halt die Ulti von diesen beiden maximal zu überladen sozusagen. Und durch die Verwendung von der goldenen Gun wird jetzt pro Sphäre die erhaltene Superenergie nur noch von 0,5 erhöht, anstatt von 2%. Weil man hat es halt vorher so gehabt, dass die Sternverschlingerschuppen halt, wenn man dann die Golden Gun ausgerüstet hatte und hatte die dann Anhaltssphären aufgenommen, hat man halt viel mehr und schneller Ulti bekommen da. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Dann Titanen. Hier ist vor allen Dingen auch wichtig Synthoseps. Hier wurde halt der Zeitraum, in dem dieser umzingelt erhöhte Effekt andauert, von 8 auf 5 Sekunden reduziert. Yep. Und hier kommen wir noch kurz zu den Warlocks. Hier finde ich, das Wichtigste sind auf jeden Fall die Sonnenamschienen. Erhöht die Dauer der Solargranate nicht mehr um 4, sondern nur noch um 2 Sekunden. Also die Granate lief ja länger mit diesen Armschienen, das ist jetzt nur 2 Sekunden. Und es war ja so, wenn man die Granaten geschmissen, also wenn man diesen Perk aktiv hatte, konnte man 5 Granaten schmeißen, ganz schnell hintereinander. Das sind jetzt nur noch 4 Granaten. Das heißt, es ist auch so ein kleiner Nerf, leider. Und hier gibt es halt noch, ich sag mal, einen kleinen Nerf bezüglich Spaltungsfrecke und Assassinenkappe. Hier war es ja so, dass wir vor allen Dingen auch mit der Assassinenkappe halt normale Nahkampfangriffe machen konnten und dann trotzdem den Effekt bekommen haben. Jetzt ist es halt nur noch so, dass wir wirklich Nahkampffähigkeiten oder Finisher benutzen müssen. Wo ich sagen muss, bei der Assassinenkappe, wenn man jetzt Arcus benutzt hat oder auch zum Beispiel Solar, da hat man eh fast, also wenn man es richtig macht, hat man da eh fast die ganze Zeit seinen richtigen Nahkampf, deswegen, ja. Und dann hier, Upgrade für exotische kunstvolle Rüstung. Es gibt ja kunstvolle Rüstungen, die man auch in Master Dungeons und so bekommen kann. Dort kann man ja dann nochmal plus Belastbarkeit oder plus Disziplin 3 nochmal reinpacken, was auch nichts kostet und was halt nochmal zusätzlich Punkte bringt, wo man jetzt zum Beispiel, man ist jetzt irgendwo auf 98 und möchte gerne auf 100, aber es geht halt nicht, dann ist es halt echt ein Segen, dass man halt so eine Rüstung hat. Und das wird es jetzt auch für exotische Rüstung geben. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein richtig gutes exotisches Rüstungsteil hat und man sagt jetzt, ey, das ist komplett perfekt, ich habe hier 100 Disziplinen, hier 100 Belastbarkeit, aber mir fehlen jetzt noch 100 Erholung und mir fehlen nur noch 2 Punkte, weil ich 98 Erholung habe oder so, dann kann man jetzt für eine exotische Chiffre und 1000 Glimmer die exotische Rüstung auch auf kunstvolle Rüstung upgraden und zack, fertig. Hat man dann auch sein Dreierding, wenn da irgendwo noch was fehlt. Man muss nicht, man kann. Und es gibt noch ein kleines Update von dem Munitionsfinder. Und zwar ist es aktuell so wohl, dass wenn wir nicht nur normale, schwere oder Special Muni irgendwo rumliegen haben, sondern halt auch diese extra generierten mit den extra Mods, die dann die Teammates auf den Helm hatten. Wenn man dann stirbt, sind die irgendwie weg. Aber das ist jetzt nach dem Update nicht mehr so. Das wird jetzt so sein, dass die auch liegen bleiben. Aber auf jeden Fall wird auch der Munitionsfinder im Schmelztiegel und Gambit deaktiviert. Also gar nicht, dass es da aktiv ist. Aber gut. Und vor allen Dingen Raid-Rüstungsmods. Hier ist es jetzt so, dass halt die Raid-Rüstungen, diese Rüstungsmods, die man extra für die Raids reinbringen kann, kosten ja auch immer irgendwelche Plätze und dann kann man nicht mehr seine Rüstung so spielen, wie man es gerne möchte. Und das wird jetzt einfach nichts mehr kosten. Also man kann diese Rüstungs-Raid-Mods in den Raid-Rüstungen reinpacken, hat einen Vorteil und wird dafür belohnt, dass man die Rüstung aus dem Raid spielt, ohne da irgendwelche Einbuße zu haben. Und das finde ich richtig cool. Und dann kommen wir jetzt endlich zum Twit. Oh Mann. Und zwar haben wir nämlich hier erstmal die beiden V-Docs. Da wurde ein bisschen erzählt, wie das alles so hinter den Kulissen läuft. Ich finde das auf jeden Fall immer richtig cool. Dann wird hier nochmal dran erinnert von der Cinematic, die jetzt in der letzten Story-Mission auf uns gewartet hat.
Habe ich ja auch ein Video zu hochgeladen. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und dann folge den World First Race on Twitch. Hier habe ich mich auch auf jeden Fall eingetragen. Da könnt ihr auf jeden Fall zugucken. Dieses Emblem bekommt ihr, wenn ihr einem Spieler, der in der Kategorie Destiny den Raid spielt, bekommt ihr dieses Emblem. Und die, die bei Twitch Rivals registriert sind und dort halt auch 2 Stunden zuschaut, bekommt ihr nochmal zusätzlich dieses Emblem. Finde ich auf jeden Fall wieder sehr cool. Und ich finde, die sehen diesmal auch gar nicht mal so schlecht aus. Dann wird hier nochmal erinnert, dass wir ja eine erhöhte Drop-Chance haben von normalen Waffen, von Shiny-Waffen und eine doppelte Drop-Chance von den Münzen halt. Ich muss sagen, mir persönlich ist aufgefallen, aus den Kisten habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, dass da erhöhte Shinies rauskommen. Auf Legendär hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass da jetzt erhöhte Sachen rauskommen, also an Shiny-Waffen, warum auch immer. Aber als ich auf Normal gespielt habe, also entweder jetzt nur die 10 Runden oder auch die 50 Runden, so solo mit irgendwelchen anderen zusammen, habe ich irgendwie mehr Shinies bekommen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur doofer Zufall ist oder ob da, ja, keine Ahnung. Dann hier das Ability. Focusing und Tuning haben wir ja kurz drüber gesprochen. Und hier ist der Pathfinder. Das ist richtig interessant, denn dieses Bounty-Quest-System wird nämlich jetzt weggeschoben. Das gibt es da nicht mehr. Und wir haben dann den Pathfinder, also den Pfadfinder. Hier können wir uns verschiedene Sachen aussuchen, Aufgaben. Und wenn wir die dann abschließen, den Kreis, das sieht man hier, dann kriegen wir dafür eine Belohnung. Und das ist sozusagen wie halt ein Rang ab. Wie es ihn auch aktuell gibt, wo man dann eine Waffe kriegt oder ein paar Verbesserungskerne und so Sachen. Und wenn man dann die Wege abgeschlossen hat, bekommt man hier nochmal ein Engram. Das ist sozusagen wie ein Reset. Es wird auf jeden Fall irgendwie mächtige Ausrüstung sein oder so. Bekommt man hier auf jeden Fall ein Reset und kann dann wieder von vorne anfangen. Und hier ist es auf jeden Fall so, es gibt einmal ein Ritual, Pathfinder, also Pfadfinder, wo wir verschiedene Sachen auswählen können, die wir machen können in Gambit, in Vorhut oder auch in PvP. Und dann können wir uns sozusagen aussuchen, was wir machen wollen. Und wir bekommen trotzdem die gleiche Belohnung. Das finde ich richtig cool, dass man sich das auswählen kann, dass man jetzt nicht unbedingt da noch 3 und da muss ich auch noch Reset machen. Und ja, und den wir hier oben gerade gesehen haben, das ist der Pfadfinder von dem Pale Heart, also von dem Traveler selber. Das bekommen wir, wenn wir die Main Quest wohl abgeschlossen haben und dann ist das sozusagen noch in dem Gebiet das Rangsystem, was wir dann zurücksetzen können. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Das ist dann, wie zum Beispiel jetzt gerade auf Numa von Nimbus, das System halt nur so auch aufgebaut. Und das finde ich richtig cool. Und hier sieht man es halt nochmal. Man bekommt extra Punkte und EP, dann den ersten Pfad, wenn man abgeschlossen hat, ein Exotik und ein Powerful Engram Tier 3. Und nochmal einen Rang ab bei den Verkäufern auch, wo man ja auch Rüstung und so bekommen kann, sich freischalten kann und so weiter und so fort. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert daran, wie das aufgebaut ist, wie das funktioniert. Das wird auf jeden Fall interessant. Und der Quest-Tab wird jetzt auf jeden Fall nochmal aufgeputscht, sage ich mal. Hier kann man schon sehen, es wurde ein bisschen rübergeschoben und die Bounties, hier haben wir jetzt, können wir viel mehr Bounties haben als ich habe hier ein paar. Da sehe ich nicht, wie viel ich habe, da muss ich noch weiter runtergehen und so Sachen. War schon ein bisschen anstrengend manchmal. Und hier werden auf jeden Fall noch mehr Customizations reingepackt für PvP und Gambit für private Matches. Das finde ich auch auf jeden Fall sehr cool. Und hier wird auch nochmal erinnert, dass die legendären Buchstücke ja komplett verschwinden. Da werde ich auch noch nächste Woche, glaube ich, ein Video zu machen, was man noch so alles so vor Reset vielleicht tun sollte. Auf jeden Fall. Und dann Pantheon, nochmal die Erinnerung. Riven ist ja wieder zurück in dem Pantheon und Nezarek. Ja. Und dann gibt es hier noch ein richtig geiles Poster, was jemand gemacht hat. Gabriel Faluciano. Der hat dieses geile Poster gemacht, was mit Pantheon zu tun hat. Sehr cool auf jeden Fall. Und ein Favorite Killer Robot. Neues Skating. Okay, hier gibt es ganz viele Sachen. Dann wird noch daran erinnert hier. Kooperation wieder mit SteelSeries. Hier gibt es verschiedene Sachen. Mauspad, was fürs Headset, ein Keycap oder auch für den Controller. So ein paar Dinger. Und The Final Shape. 24 Stunden Downtime. Oh Mann. Das heißt, am Montag, wenn eigentlich der Reset ist, geht Destiny offline für 24 Stunden. Holy moly. Ach du meine Güte. So lang war es bis vorher noch nie. Wirklich nicht. Also vorher war es immer so, dass es irgendwann um 10 Uhr, 8 Uhr morgens ist es offline gegangen.
Und dann war es halt gegen Reset, war Destiny wieder da. Aber jetzt ist es halt so. Wow. Dann hier der Pony Arrow Code. Vielleicht habt ihr es auch schon ein paar Mal gehabt. Hier ist nämlich der Arrow Code so, dass wenn man ein Freundes- oder Clan-Invite bekommt, dass man gekickt wird einfach vom Game. Weil das Game das irgendwie nicht ganz verarbeiten kann. Man bekommt auch keine Nachricht und fliegt dann raus, sondern man fliegt einfach raus. Und das ist irgendwie nicht so geil. Und deswegen würde ich auch jeden raten, Clan und Freundesanfragen aktuell wirklich auf auszustellen. Auch wenn es ein bisschen blöd ist gerade. Aber sonst ist halt die Gefahr, dass man gekickt wird. Ja. Dann die Seasonal Rewards. Hier wird auch nochmal erinnert, alles mitnehmen, was geht. Weil ab dem neuen DLC ist halt alles, was man gemacht hat, weg. Dann nochmal der Content Update Vault. Das halt alles aus dem letzten Jahr auch verschwindet. Also fast alles. Ja. Und dann Known Issues. Und wir haben hier nochmal ein Artist of the Week und Movie of the Week. Sogar ein richtiges Video. Okay. Ja, dann Dienstag ist der letzte Reset. Dann geht's los. Oh Mann. Okay, Wahnsinn. Gut, jetzt haben wir lange Quatsch. Jetzt gehen wir noch ganz kurz zum Emmaversum, zu Xur und zu Ada. So, dann schauen wir jetzt mal ganz kurz. Emmaversum, erste Seite. Raketenstaff. Startstampfer. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall für das Fotgewehr ein Ornament. Boah, ist halt die Fanfrage. Dann Traumschimmer haben wir wieder. Schon irgendwie cool. Dann Amethystblüte als Shader. Ja. Und transzendenter Ehrgeiz. Ja. Dann zweite Seite. Haben wir einmal Kuhglocke. Das ist schon cool. Das ist schon echt ziemlich cool. Dann haben wir für den Hunter ein Ornament. Und zwar wieder die Vorhut-Mutproben-Panzerweste. Wie gesagt, ich denke mal, das ist schon so Kate-mäßig angelehnt. Das Brustteil im Store für den Titan sieht so aus. Echt ziemlich cool, was gerade drin ist für den Titan. So mit diesen metallischen, goldenen Bronze-Einheiten. Und die Robe für den Warlock sieht aktuell, ja, so aus. Ist halt ziemlich PvP-mäßig, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir haben hier die Simulationshülle. Die finde ich echt ziemlich cool. Ich habe mich auf meinem Warlock. Dann Exos Programmion. Ja, ist halt alles mit diesen Sporen versehen. Dann haben wir den Telesto Sparrow. Ja. Und wir haben ein Ornament für die Göttlichkeit. Ja, ganz nett. Dann haben wir zeitverlorene Projektionen. Sieht schon cool aus. Und die Shader. Großstadt. Akustik. Ja. Dann leuchtende Medusa. Passt gleich aus. Imperianischer Imperativ. Ja. Und Freudefunken. Hello Kitty. Und noch zwei Teleporteffekte. Und zwar ausgegrabene Vergangenheit. Okay. Und dann noch Kabal Schildbrecher. Mhm. Und das Kellschiff als Anflug. Ja. Dann gehen wir eben kurz zu Xur. Der steht nämlich direkt hier auf dem Turm. So. Der liebe Xur hat einmal die Prometheus-Linse, sehr geiles Ding, zündet nämlich Gegner an. Dann haben wir Shibonus Gelöbnis, das ist eine verbesserte Sprunggranate und da haben wir auch zwei. Und vor allen Dingen haben wir erhöhte Disziplin, ist in Ordnung, würde ich sagen. Dann haben wir den ewigen Krieger, hier ist es nicht, also ewiger Krieger sorgt halt dafür, dass wenn wir Chaosfäuste benutzen, dass wir ein Überschild bekommen. Und Arkus Waffentodesstöße gewähren einen Schadensbonus. Das ist halt schon ziemlich cool. Aber vor allen Dingen haben wir hier richtig viel Intellekt und viel Mobilität. Das wollen wir eigentlich nicht. Und den Schädel des Ahamkara. Das sind okay, aber es ist halt nur 64. Und normalerweise kann man da 70 drauf bekommen. Das ist halt auch nicht so top. Dann haben wir hier das Automatikgewehr, wo ich jetzt sagen würde, ja, muss jetzt nicht. Dann haben wir Kalos Mini-Tool, was man sich noch craften kann, wenn man das noch nicht fertig hat. Aber die Perks sind jetzt nicht so toll hier drauf. Dann haben wir noch die Ikolos MP. Die ist jetzt auch hier nicht mit so tollen Perks, glaube ich, drauf. Also Mörderischer Wind wäre, glaube ich, ganz okay. Aber hier wäre, glaube ich, Voltschuss richtig gut. Also das ist jetzt auch nicht so top. Kann man aber auch craften. Ich habe sie leider noch nicht fertig. Dann haben wir hier die nächste MP. Auch nicht wirklich toll. Dann eine Gleve. Hat auch nicht wirklich tolle Perks. Kann man aber auch craften, wer noch kann. Dann den Granatwerfer, nein, und Nachrüsteskapade. Wer es auch noch nicht hat, kann sich das auch craften, aber hier würde ich jetzt sagen, sind jetzt so die Perks nicht so wirklich toll. Kommen wir zur Rüstung. Dann kommen wir mal zur Rüstung. Also das wir auf jeden Fall PvP haben.
Pro Intellekt, Erholung, Mobilität. Diese drei Dinger will man auf den Hunter, glaube ich, haben im PvP. Die Brust ist nicht so toll. Der Helm ist okay. Mit so viel Disziplin ist da sehr viel Erholung, aber die Disziplin ist sehr gut. Und das ist halt, ich weiß nicht, das ist ziemlich blöd aufgeteilt. Also der Helm ist auf jeden Fall für PvE gut und ich würde sagen, die Hände für PvP ganz okay. Dann haben wir hier wieder Auge des Sturms. Auch nicht so wirklich toll. Ja gut, dann gehen wir mal ganz schnell auf den Titan und auf den Warlock. Also für den Titan haben wir Rüstung mit sehr hoher Stärke, Erholung und etwas Mobilität. Naja, und vor allen Dingen 64 würde ich, jetzt nicht empfehlen. Der Brustpanzer sieht jetzt leider auch nicht so toll aus. Der Helm wäre auf jeden Fall was für PvP mit der hohen Erholung. Boah, das ist schon heftig. Und die Beine sind ja absolut super aufgeteilt und sind nur 63 insgesamt. Das ist wirklich nicht gut. Dann gehen wir jetzt nochmal eben kurz auf den Warlock. So, und die Ausrüstung vom Warlock. Arme nicht toll, Brust leider auch nicht toll. Ich muss sagen, der Armreif sieht schon cool aus. So mit diesen kleinen Röllchen, das ist halt schon irgendwie cool. Hier, der Oberkörper sieht auch geil aus mit dem goldenen, hat schon was. Der Kopf, boah, der ist auch echt nicht gut. Die Beine auch nicht. Och Mann, ey. Okay, der Warlock hat leider gar nichts. Dann gehen wir jetzt nochmal eben kurz rüber zu Ada One und gucken mal, was sie so an Shadern dabei hat. Also Ada One hat Shader dabei. Einmal das Haus für Merin. Ja. Dann neue Pazifik-Senke und wir haben noch Tote Orbit Tarnung. Ja, ganz nett. Ja, das war's dann mit dem dieswöchigen Text. War jetzt ein bisschen lang, vor allen Dingen der Anfang. Ich wollte halt alles nur so schnell wie möglich zu überfliegen, sonst wäre das einfach ewig lang geworden. Es war halt echt viel. Und wie gesagt, heute Abend bin ich auf Twitch unterwegs und ihr könnt dann auch was gewinnen bei der Verlosung und wir können ein bisschen was zusammen zocken und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich viele von euch da sehe. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.